Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder beim Ralf. Ralf ist soweit, er hat uns angerufen, hat gesagt, komm vorbei. So Ralf, also in diesem Video versuchen wir zu fahren. Ganz sicher. Okay. Was hat denn Ralf bisher gemacht? Ralf hat hier einmal Platz geschaffen und zwar hier oben. Man sieht hier am besten, dass dieser Knüppel hier vorher hier war, ne? Hier in der Höhe. Ja. Da wo der Radius hier ist, ne? Im Endeffekt die untere Befestigung vom Kühler ist vorgesetzt, damit man die 5 cm Luft... Sind es 5 cm hier? Ja, 5 cm, ja. So in der Richtung. Okay. Dass wir Freigang zum Riementrieb haben. Ja. Freigang für Schläuche und für Kühlerlüfter. Den Schlauch habe ich mitbekommen, dass du den geändert hast. Und zwar der originale war abknickt vom CLS. Genau. Ja. Können wir mal vielleicht ein Bild einblenden? Da ist im Endeffekt jetzt ein CLK-Schlauch drin. Der Original. Vom Original CLK. Also ja. CLK... AMG. M273. Okay. Und diese ganzen Leitungen hast du hier mit das ist aber eine coole Geschichte, mit diesen ganzen Gumminoppen hier. Das ist original Mercedes. Damit sie nicht irgendwo der Schlauch irgendwo ankommt, sondern wenn, dann nur der Gummi, ne? Ja, genau. Dass das halt nirgends aufscheuert, ja. Ja, auch hier. Ja. Cool. Ich war was gedacht beim Geschäft. Wie immer. Wie immer. Was ist noch getan? Oh, Motorhalter. Können wir auch mal. Obwohl, das habe ich schon mal im letzten Video gezeigt, aber können wir nochmal einblenden. Da ist hier der andere Träger drin. Ja. Hier ist im Endeffekt auch ein anderer Träger drin auf der Seite. Das ist der andere, aber vom M272. Den Träger haben wir ja schon gezeigt, aber wir hatten ja Motorlagerprobleme. Die Lager sind jetzt im Endeffekt C32, C55. Aber neue. Gebrauchte. Ah ja, aber im Gegensatz zu den alten. Ja, die anderen, die Japan-Lager waren halt komplett durch. Die sind im Koffer. Ich habe ein Bild, wo die nebeneinander standen. Übel. Und dann hast du auch das Problem gehabt mit dem Motorlager, dass der Klimakompressor hier angelegen ist und das hat gerattert. Also so ein Abstand war nicht mehr da vorher. Ja, weil die Lager so durchgesessen waren. Was wurde noch gemacht? Die Cuts wurden umgespeist. Das sind jetzt im Endeffekt die Metallzellen drin, oder die Keramik, das sind Keramikzellen. Vom M273 die Cuts drin. Die originalen Cuts vom M273 in der Rohrführung vom 203. Getriebespülung hast du auch schon gemacht? Getriebespülung ist gemacht, Kardanwelle ist drin. Software hast du alles schon gemacht? Software-Serie. Abgestimmt, ja. Ja, also da ist im Endeffekt sind Seriendatenstände drin vom CLK mit M273. Motorengetriebe, Kodierung angepasst. Ja. Also ansonsten ist alles drin, Kardanwelle ist drin, Auspuffanlage ist drin. Das C63-Differential. Das ist auch drin. Alles, ich finde es schon cool, ne? Wenn du von hinten das Ding da siehst. Man sieht es von hinten, ja. Mit dem Auspuff hier, ne? Absolut. Ah, da würden die Leute schon doof gucken, wenn die jetzt diesen Auspuff hier sehen und dann... Ja. Beim C55 sieht man es nicht so richtig, weil beim C55 ist hier das Y für den anderen. Für die Topf. Rechte Seite, ja. Und bei den Autos, wo praktisch nur einflutig sind, dann sieht man den Kühler richtig gut. Wo ist denn der rechte Topf dann beim C55? Hier. Aber der hat eine andere Wanne drin. Ach so, okay. Da gibt es einen anderen Kunststoffeinsatz, der hier praktisch auch Platz macht und dann sitzt er hier. Okay. Und Schild ist noch dran mit C230, das ist cool. Ich habe auch schon ganz große, dicke Lippe riskiert, ne? Zu Marco, jetzt als wir da unterwegs waren, jetzt am Wochenende, sein 202 mit dem Kompressor gegen den. Also wenn er nichts dran macht, wenn er bleibt wie er ist, dann ist er in der Serie schon schneller bei ihm. Wer? Der? Ja. Er hat ja nur 300 PS oder was er gesagt hat. Ja, ja, aber jetzt wenn hat er schon Auspuff was gemacht, also es ist schon ein bisschen nicht, weiter. Wenn er nicht dran rumfummelt, dann dürfte es kein Problem sein. Allein mit 7G und 5G. Ja, aber wenn er 350, 380 PS hat jetzt mit dem Pulli oder so? Dann denke ich, dann wird es sehr ebenbürtig. Dann kommt es auf den Fahrer drauf an, gut, Marco. Wir haben ja noch eine Chance, wir können ja noch schön das Sperre reinmachen, dass du mehr Traktion hast. Hm. Durch das 7G hast du die ersten drei Gänge deutlich kürzere Übersetzung. Mhm. Und dann mit Traktion, weil so hat er gar keine Traktion. Das wird man nachher sehen. Geht gar nicht. Gut, das sind ja Holz. Das Gute ist ja, dass der Marco, der hat das mir am Wochenende wieder bestätigt, nicht mehr der Typ ist, der schnell fahren will. Das ist gut. Das sind im Endeffekt die komplett durchgesessenen Motorlager. Und alles, was von dem Modell jetzt noch übrig geblieben ist. Ja, die Kardanwelle. Die Kardanwelle, die anderen Schläuche, genau. Die nicht rausgegangen sind, Antriebswellen, die übrige Servopumpe und so weiter. Alles, was so übrig geblieben ist. Das ist schon dreckig. Wie ja, so Motorhalter und so. Die tun wir mal beiseite legen hier, sowas mal. Ne? Alles schön einlagern. Weiß man nie, wann man wieder was braucht. So, Klima hast du auch schon befüllt, hast du gesagt? Klima ist auch befüllt. Wir haben jetzt
Folgendes. Wir haben einen, die vorderen Sättel vom C32 AMG kriegst du im Zubehör. Ich glaube, irgendwas mit 120 Euro pro Sattel, neu, die wir lackieren lassen haben beim Jasin. Die haben wir dabei. Die Scheiben hat der Ralf schon beim letzten Mal von uns mitgenommen. Jedoch, die hinteren Scheiben sind falsch. Die hinteren Scheiben sind falsch. Sonst hätten wir uns auch montieren können. Ich habe die hintere Sättel, habe ich da, die liegen da. Hintere Sättel sind noch gebraucht. Ja. Wir hätten die Scheiben belegen gehabt, aber die passen nicht. Jetzt lassen wir mal die Bremsanlage, die hintere Original, wie sie ist. Und wir machen sie nur mal vorne. Und dann können wir sie die neuen Scheiben bestellen und dann Sättel auch noch lackieren und dann hinten montieren. Und dann könnte es eigentlich schon zum TÜV. Ja. Nur über die Abdeckung müssen wir mal Gedanken machen, was wir da am besten machen. Die Abdeckung, ich habe die jetzt schon draufgelegt gehabt. Welche? Die V8. Die V6 geht ja nicht drauf. Ja. Ich habe da vorne auch ein bisschen ausgeschnitten. Allerdings, sie ist sehr hoch vorne. Ist halt hier unheimlich hoch. Ich denke, das drückt hier dagegen. Oder so. Das ist die Überlegung. Machen wir die Abdeckung, ändern wir um oder die Motorhaube? Was ist wichtiger? Ja, offiziell an der Motorhaube wegen Crash-Geschichte und Fußgängeraufprall, sonstiges. Darf's nicht. Haben wir ja auch über ein anderes Auto mal gesprochen, ne, wo wir das Problem haben werden. Aber ich habe beim TÜV gefragt, also wenn der hat gesagt, wenn der hier jetzt eine leichte Erhöhung hat, sagt er nichts. Das wäre nicht schlimm. Ich dürfte halt keine Kanten oder sowas hinmachen, ne? Ja, aber generell, es geht zu, aber ich gehe davon aus, dass das hier deutlich aufliegt. Und wenn der Motor Bewegung macht, weil er halt Tremor über sich so das sehe ich dann an der Haube. Lager, ja, wir können mal, das sieht es dann auf Dauer halt, dass man hier Abdrücke von dem Vlies hat. Ja. Grundsätzlich geht es zu. Wir können ja mal schauen, wir haben ja so ein schönes Plastikschweißgerät, was wir hinkriegen. Aus zwei Abdeckungen eine machen oder sowas. Ja, weil die andere, da haben wir ja das Problem hier vorne, meine ja, ich. Ja. Vielleicht kann man ja hier gerade so eine Ecke da rausnehmen und an die andere ansetzen, dass das einfach passender aussieht. Wo ist mein, ich hab hier wo ist mein Schild? Das liegt da drin, das ist leider zerbrochen. Warum, weiß ich nicht. Okay. Ich habe das Ding umgedreht gehabt, um das hier aussägen. Ich habe eh V6 drauf. VR6. Ölfilter ist nicht gekommen. Aber du hast einen besorgt, oder hast einen? Okay. Ja. Der kommt aber bei mir noch vorbei. Und Zündkerzen sind noch nicht gekommen. Die Luftfilter sind noch nicht gekommen. Aber bremst. Jetzt bauen wir die Bremse um, machen aber trotzdem frisches Öl rein, weil der Ölfilter ist ja da. Öl haben wir auch da. Und dann fahren wir mal Probe. Zuerst mal Bremse machen. Und ich hoffe, dass die Felgen noch auf die größere Bremse drauf passt. Nur die hinteren Sättel hatte ich ein Problem, die zu finden im Zubehör. Da gab es nichts mehr großartig. Aber die vorderen kriegst du. Gut, das sind jetzt im Endeffekt außer C32-Schlachtung. Ja. Muss man jetzt auch noch lackieren. Ja, den lackieren wir. Und da sind schon gute Belege drin. Oh, auf jeden Fall Sparte Schwabe. Das Blöde ist, wir wollten alle Weller draufschreiben. Die Schriftgröße hat aber hier nicht gepasst. Und dann wollten wir Klarlack drüber. Können wir aber nachhinein wieder machen. Also immer noch machen. Und natürlich, gar nicht zu vergessen, die Mutlu-Batterie kommt natürlich wieder rein. Ja? Oh, was ist denn das für ein Golf da hinten? Ich sehe gar keinen. Der Zweier da hinten. Aber guck mal, ich habe was Passendes hier. Der ist auch so groß. Der ist schon größer als meiner. Kannst gerade das Auto wegmachen. Schade eigentlich. Und dann noch in schwarz. Ich habe auch Silber. Kannst du mal die Haube aufmachen vom Golf? Ich bin da gerade reingelaufen, guckst so am Tacho. Und dann denke ich mir, hä? Und dann habe ich gefragt, wieso ist dieses Tacho drin? Dann hast du gesagt, was übrig geblieben ist, ne? Mhm. Und das ist dein Rennwagen? Das ist mein Einsatzfahrzeug für Nordschleife. Das ist so für die vereinzelten Wochenenden, die man sich mal rausschälen kann. Dann ist das hier Mittel zum Zweck. Was fährst du an Leistung? Der liegt irgendwo so zwischen 330 und 340. Ich wollte jetzt auch sagen, 300 plus. Das ist im Endeffekt ein 2 Liter. 1,8T. Okay, umgebaut, also aufgebaut auf 2 Liter, okay. Mit Stroker-Kit, mit der TFSI, 2 Liter Kurbelwelle, mit Male Schmiedekolben, mit den USA Stroker-Kit Kolben, also Haarschaftbläuel. Für den Motor eigentlich kein Aufwand, die Leistung zu bringen? Nee, im Gegenteil. Im Endeffekt die Hardware, also Motor-Hardware, die verträgt auf jeden Fall Minimum 500 PS. Mhm. Das Auto ist gebaut für gutes Ansprechverhalten. Und Runde zu Ende fahren. Weil nichts ist schlimmer, wenn man auf der Nordschleife stehen bleibt. Ja, das stimmt. Bist du weiter weg zurück die, immer. Ja, und die Kosten sind auch da. Es ist ärgerlich. Man wird gesehen, wenn man umsteht. Ganz blöd.
Im Endeffekt, das Auto ist so, wie es ist, schnell genug. Es spricht gut an, hat ein gutes Ansprechverhalten, hängt unheimlich gut am Gas, weil es halt... Unhaltbar. Unhaltbar, ganz wichtig. Haltbarkeit geht über. Was hast du für einen Lader drin? Da ist ein K04, oder? Da ist ein K04, aber 64 ja. In modifiziert, also okay. Auch vom 2 Liter TFSI. Okay. Und das kann der locker. Und ja, mir war es wichtig, Ansprechverhalten, dass es gutes Ansprechverhalten hat und Endstandfestigkeit. Weil es ist nichts schlimmer, wenn du die Runde nicht zu Ende fahren kannst. Und ansonsten gut halt VR, also Plusachsen drin, KW, Cup-Fahrwerk. Schaut mal hier rein. Oh, der andere sitzt aber ziemlich tief, ne? Ja, gut, Beifahrer braucht man theoretisch nicht. Und wenn, dann ganz weit unten und ganz möglich in der Mitte. Ist das vom Turbo? Ne, nicht vom Turbo, ne? Das ist vom Boxster S. Cool. Und das funktioniert? Klar. Muss. Geil. Ja, sonst brauchen wir es ja nicht haben. Geil. Ich habe auch so ein Ding im Corrado. Boxster? Porsche? Nee, vom 996. 996, das ist das gleiche. Also aber ich habe mit Armaturenbrett. Ja. Nee, cool. Bei 99, die 996 sind die gleichen Kombis, bis auf das, dass sie halt nochmal zwei Schalen mehr haben. Ja, aber ja. Die gehen halt hier ins originale Ding nicht rein. Wenn man Corrado-Armaturenbrett fährt oder Passat-Armaturenbrett, dann kann man auch das 996 einholen. Elektrische Servolenkung sieht man da hinten. Da ist die Pumpe von der A-Klasse, ja. Die elektrische, die praktisch die Servounterstützung macht. Ja, ansonsten straßenzulassungsfähig. Ja. Spritzbehälter da hinten. Ist aber alles eingetragen, ne? Natürlich. Ja. Ich glaube, der macht schon Spaß, ne? 5CL. Ja, klar. Ein schöner 17er drauf. Ich bin auch schon gespannt auf meinen Golf jetzt. Der kommt jetzt bald wieder. Hier, M3 GT, ne? Oh, das ist so ein bisschen, erinnert mich immer an Yasin, wenn auf einen Spoiler noch ein Spoiler draufkommt. Oder eine Lippe und noch eine Lippe drunter, weißt du? Hier hat es von VW einen anderen Spoiler gegeben hinten, und zwar vom Rallye Golf. Der ist ein ganz kleines bisschen höher. Ist das nicht der, wo dann auch so hier rein gelocht ist? Ne, der ist auch gelocht. Der ist auch gelocht. Der ist auch gelocht, ja, ja. Das war ist im Endeffekt ganz normal Golf 2 GTI, die waren alle mit den drei Löchern in der Scheibe. Aber der Rallye Golf hat ein bisschen höheres Profil. An der Lösung ist der Vorteil, du kannst das im Endeffekt, das hat ja drei unterschiedlich lange Schenkel. Ja. Und die Lippe ist praktisch dreimal mit drei unterschiedlichen Höhen dann praktisch aufklebbar. Okay, okay. So hat es der BMW im Endeffekt auch für die Homologation von den Autos damals gemacht. Mm. Weil der E36 M3 GT war ja Homologationsauto schlussendlich. Stimmt, stimmt. Und daher ist der. So, jetzt machen wir zuerst mal die vorderen Bremsanlage komplett. Das ist halt das Coole, das ist Plug and Play. Alles. Vergleichen wir mal, wenn wir sie hier ausbauen. Was mir auch aufgefallen, oder aufgefallen ist es mir nicht. Ich dachte, ich habe das Auto schon sauber geliefert, aber das war ja nicht. War ja voll mit Moos, ne? Mhm. Und jetzt nichts mehr. Silberpfeil. Der Schwabe hat sogar an der Marke von der Scheibe nicht gespart, bitte. Was war das eigentlich für ein Durchmesser? 345 mm. Und die Originale hat 280 oder was hat die Originale? Oh, was hat 345, die rechte? Kann ich da nicht ausmessen. Ja, müssen wir messen. Das ist noch die originale Sattel und das ist der C32 Sattel. Größte her. Gebiete sich nicht viel. Aber die kann halt was, ne? So, Bremse drin. Es gibt echt nicht viele Bremsen in 17 Zoll, die da drüber passen, ne? Weiß ich noch ganz genau, weil ich früher ja auch mit einem originalen Mercedes-Räder gehandelt habe. Und da war es immer so, da musste ich auch immer nachgucken. Ich glaube, da passen nur drei Felgen drauf. Aber die passen jetzt zuerst mal. Was wir dann hinterher machen, ist die andere Geschichte. Jetzt mal fertig machen, runterlassen jetzt. Machen wir noch Ölwechsel vorher? Ja, das ist der japanische Ölfilter noch, ne? Weil an dem Motor haben wir ja selber nichts gemacht, seitdem der aus Japan da ist. Jetzt machen wir neue Ölfilter rein und frisches Öl. Das sind diese Adaptierungen, was du jetzt gemacht hast mit dem Kühlerpaket, ne? Ja, das ist im Endeffekt. Gibt es die bei dir zum Bestellen sowas? Oh. Theoretisch hast du die einmal gemacht. Ja, ich habe die mehrfach schon gemacht. Ich mache die aber eigentlich immer individuell. Aber grundsätzlich, das ist kein Problem. Das kann man machen. Können wir bei dir bestellen, theoretisch sowas? Theoretisch, ja. Schaut alles sehr eng, ja. Man muss das dann beobachten, wie das sich im Laufe der Zeit verhält, ja. Ob es sich abreibt. Ja, bei so einem Umbau der Auto muss ich immer mal. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht, das ist halt.
aus dem Grund fahren ja die Hersteller mit den neuen Autos Millionen von Kilometern, ja, um Steuerstellen, sonstiges, alles zu erproben. Und bei so einem Umbau, wo halt nicht alles ganz plug and play ist, muss man ganz einfach... Wer sagt es, dass ich auch nicht hier eine Million Kilometer in Afrika und ja, Nordsee... Und, ja, Nordsee ja. sage ich. Ach, Nordsee. Ja. Nordpol. Du fährst durch die Siebenwelt mit dem Auto. Wahrscheinlich, ja. Du fährst ja nicht Millionen Kilometer in andere Länder wie andere Politiker. Ja. Du hast dann realistische Kilometerangaben, ja. aber man muss sein, wenn die Autos da im Dauerlauf laufen, bei den Herstellern, um die Kilometer fahren, die werden dann ja nach Schichtende durchgeschaut und oder alle Woche einmal große Durchsicht, dass halt so Sachen entdeckt werden. Ja. Und das musst du, wenn du so ein Auto umbaust, musst du das ganz klar selber machen. Ja. Das heißt, du fährst schon mal nach jedem, in der ersten Woche gucke ich in Endeffekt rein. Muss man auch mal gucken. Und dann nochmal, wenn da nichts auffällig ist, dann kannst du schon mal eine Woche fahren und dann gucken wir wieder rein. Und das muss man einfach im Auge haben. Weil wenn nichts ist ärgerlicher wie 400 Meter lange Ölspur, die man zu bezahlen hat. Yes. Das ist richtig teuer. Ja, nicht nur das, sondern alles andere drumherum auch. Ja, ja. Der Aufwand, der Ärger ringsrum. A, stehst du mitten in der Prärie, B, fliegt vielleicht noch ein Motorradfahrer drüber. Ja, ja, klar. Und das braucht man nicht. Aus dem Grund muss man bei so Sachen einfach vorsichtig sein und öfter mal reinschauen und einfach Sorgfalt walten lassen. Ja, jetzt tun wir gerade die Bremsen entlüften und Öl ablassen und frisches Öl rein. Und hier mache ich schon die ganze Zeit unauffällig schon Werbung hier für Kfz-Shell und GmbH, ne? Kennzeichen halt, der läuft bei ihm. So, Öl ist drin. Luftfilter müssen wir nochmal bei uns wechseln, weil. Geht's mal? Wir sind ja leider noch nicht da, was ich entdeckt habe. Schaut mal. Seht ihr diese kleinen Bläschen hier? Hier? Da muss man sofort was machen. Ja, sind. Ich denke, es reicht, wenn wir bis zu der Kante hier lackieren, ne? Und an der anderen hintere Türe auch. Das muss man schnell beheben, bevor es eskaliert. Unser Original-Mercedes-Batterie muss jetzt raus. Die kann nichts mehr, leider. So, ich sitze schon in der C-Klasse. Bin aber noch auf der Bühne, oben. So, auch zum ersten Mal so drin. Also ich saß schon mal drin, hab mir das angeguckt. Aber ich finde diese Sitze jetzt nicht so. Wir sind gut, auch in gutem Zustand. Auch der hier. Jedoch keine Sportsitze. Jetzt ist echt die Überlegung, rüsten wir da alles AMG-mäßig nach. Dann bräuchte ich auch hier die Verstellknöpfe hier. Oh, da muss man auf jeden Fall was machen. Vielleicht ein anderes Lenkrad, weil der ist auch schon abgenutzt hier. Ne? Den Rest können wir schon nach und nach schön machen. Ja, nur eine normale Klimaanlage. Also Klimaautomatik, aber kein Digital, sondern nur so. Oder gab es den Digital? Weiß es gar nicht. So, jetzt starten wir auf jeden Fall mal gleich. Ralf? Ja. Was passt da jetzt für ein Tacho noch rein? Ohne Kopfschmerzen? Relativ ohne Kopfschmerzen, C55. Okay. Also C-Klasse, ja. C55. Vorteil wäre, Tachoskala bis 280. Thema ist, wenn man den versucht auf 280 einzutragen, wird wahrscheinlich das erste Thema sein, dass der Tachoskala Endwert nicht reicht. Ja. Es sei denn. Aber ist 250 aktuell bei den eingetragen, oder? Mal grundsätzlich hat es ja den Motor nur mit 250 km/h gegeben. Mhm. In allen Autos, weil es ein Mercedes ist. Das heißt, wenn man auf 280 geht, muss man eh was am Datensatz machen, weil den kannst du auch nicht hochkodieren, weil das geht gar nicht. Die Kodierung gibt es nicht. Muss man VMAX hochsetzen. Ja, wenn man mit Tacho, also Motorsteuergerät VMAX hochsetzen, über den Datensatz, C55 Tacho oder halt irgendein CLK Tacho von einem CLK AMG. AMG. Also CLK 55 oder CLK. Also beides teure Tachos. Weiß nicht. Also die CLK 55 kriegt man zum Teil. Ich möchte nicht sagen günstig, aber man kann sie kaufen. Ich guck mal. Ja. Weil das ist jetzt hier... Es sei denn, der TÜV sagt, mach mal Zündung an, dass er sagt, ich habe das schon gehört, dass manche TÜVs das auch zulassen mit dem Digital-Tacho. Ach so. Weil der Digital-Tacho geht ja weiter. Ja? Dass der Digitale weitergeht, dass das im TÜV ausreicht. Das ist die Frage. Müsste ich abklären. Aber vorerst ist ja so, dass er bis 250 nur geht. Ja. Und das reicht jetzt. Ja. Soll ich starten? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, sieben. Hast du auch manuell? Hier. Ja. Da ist normalerweise nur C und S drin und ich habe noch M dazu gemacht. Und drei? Warte mal. Ja. Drei geht nicht rein. Drei geht so nicht rein. Auf manuell kannst du nur im ersten und im zweiten Gang anfahren bei dem. Ah, okay. Du kannst in drei erst, wenn du Geschwindigkeit hast. Okay. Freue mich auf die Fahrt jetzt. Wo ist Tanke? Rechts. Bis gleich, Basti. Ciao, ciao.
Fahrwerk merkst schon, dass das ein bisschen schwammig ist. Hast du das an der Kante schon gemerkt beim Rausfahren zur Halle? Da, dann hinten. Also hinten ist er unheimlich schwammig. Die Dämpfer sind auf jeden Fall beide tot. Aber fährt schön, oder? So. Geil. Es fährt halt wie ein Mercedes. Ne? Aber so wie er jetzt da steht, ne, wenn du jetzt nur Fahrwerk machen willst und nicht immer so tief, ist ein richtiger Sleeper, ne? Das geht schon auch in die Richtung Sleeper. Ja. Das weiß ich halt jetzt noch nicht. Da sollen die Leute auch da draußen entscheiden, Sleeper lassen, auch mit 17 Zoll, nur ein bisschen tiefer, also gescheites Fahrwerk rein. Mhm. Mit dem Gewinde kannst du die Höhe einstellen. Oder ob man den schon so ein bisschen knackiger macht, weißt du, optisch. Gut, du hast ja genug schöne Räder. Ja, wo da schön sollte einen schon drauf machen, ja. Und ich würde, wenn rein vom, also ich persönlich, mir gefällt auf den 203ern dann eher ein 18 Zoll Rad. Ja. Einfach auch noch ein bisschen mehr. Ja, es hat genug Platz, du hast dann noch Federweg. Zum Fahren ist schön. Zum Fahren ist definitiv, auch zum Aktivfahren ist das 18 Zoll Rad meines Erachtens besser wie das 19 Zoll Rad. Ja. Das 19 Zoll Rad geht drauf, sieht saugend aus. Rein für hier Felgentiefe Fetischisten, ja, bin da eher der Fahrdynamiker. Und vor dem Hintergrund ist bei mir auch 18. Ich mag auf den Aulus 19 nicht. Mit dem 204 sieht es anders aus. Links. Ja, auch 204 war auch serienmäßig mit 19 Zoll. 18, ne? 18 und 19. Ja. Ja. Die gab es nur mit 18, glaube ich. Die gab es nur mit 18, ja. Hat ja nichts, ne? Das fährt wie ein 500er Mercedes. Und das ist dann. Also Vibration gehabt? Ja, das könnte vielleicht die nächste Zündspule sein, ja. Guck mal, Motorlampe. Ah. Bestimmt wieder Zündspule. Ja, wir haben echt das Zündspule-Thema. Die japanische Zündspule. Die haben ihre Lebenszeit hinter sich. Ich sage, ich bin keinen Meter gefahren. Ich bin bloß zum Hof raus und reingefahren. Mehr nicht. Drehen wir hier am besten um. Da vorne kannst du das reinfahren zum Umdrehen. Ich dachte gerade, das kommt vielleicht vom Getriebe, aber. Nee. Hat einen Aussetzer jetzt. Naja, das ist wieder Aussetzererkennung. Aber dass er so vibriert. Ja. Machen wir geschwind Zündung aus an. Dann läuft er wieder von neu los. Dann läuft er wieder auf alle 8. Aber die Zündspulen, die sind echt tot. Also einmal alle 8 bestellen. Einmal alle 8. Da kommen wir nicht drum rum. Was wir jetzt noch machen können, wir können die anderen 3 noch reinwechseln vom anderen Motor, weißt du? Ja. Aber dann haben wir immer noch 2 alte drin. Ah, ist immer noch. Ja, ist immer noch. Ah, schön. Ja, der 8-Zylinder ist halt einfach ein 8-Zylinder. Bewegst nur ein bisschen Gaspedal, wie das schon so. Dass man da auch merkt, dass einfach die Übersetzung im Siebengang relativ kurz ist, unten raus und das gleich flüssig hochschält. Und klar, schon 5,5 Liter, also da ist schon auch Volumen da. So ganz schwächlich sind die nicht. Also ich bin ja in der S-Klasse, den Motor habe ich auch drin. Ach, ist alles gut, da nicht mit den Zündspulen. Aber gefühlt halbe Tonne schwerer, ne, S-Klasse. Ja, klar. Was wir noch, nachher noch machen, wir wiegen den nachher noch. Den wiegen wir noch geschwind, ich habe doch Radlastwagen. Ja. Das ist bestimmt interessant. Was denkst du? Ich sag 1600. Ich sag zwischen 1650 und 1700. Sind die generell anfällig zum Spule? Eigentlich nicht. Ich kenne die nicht. Wobei ich kenne auch den Motor nicht so vom Alltag her. Ja. Mhm. Ich habe an der Dreinseits links habe ich noch nie eine Zündspule gewechselt. Ja. Ich bin jetzt den Basti auch nur zurückgelassen, dass wenn man einen Abschlepper braucht. Falls wir einen Totalausfall hätten. Dass er uns abholen kann. Abschleppstange hätten wir dabei. Du merkst, dass da aber so, wenn jetzt so anfährst oder so, dass da schon. Da ist schon Druck da. Klar. Da muss ich ganz vorsichtig schon drauf, ne? Ich sag ja, ich hab die paar Meter, wo ich gefahren bin, hier auf dem Hof, da habe ich gleich Striche gemacht. So, jetzt gucken wir mal nach der Zündspule. Vielleicht klappt es dann, aber es fühlt sich schon geil an, weißt du? So richtig so. So, also im Gegensatz zu manchen V8-Motoren, was, also du merkst, es gibt brutal Unterschied zwischen V8 und V8, vor allem bei Mercedes. Also der M113 fühlt sich jetzt nicht so an wie der. Der hängt schon gut am Gas. Also nicht M113 Kompressor, sondern der allgemeine M113. Der ist so leichtgängiger irgendwie. So, andere Zündspule, neue habe ich schon bestellt. Aber wenigstens ein paar vom Ralf reingemacht. Bin gespannt jetzt. Das sind jetzt zwar keine Sportsitze, aber die sind jetzt nicht schlecht zum Sitzen, finde ich jetzt.
Ja, gut, die AMG-Sitze in dem Baujahrbereich, die C32, C55, sind ja auch noch nicht so stark konturiert, aber sind schon nochmal ein Stück anders. Was hast du auf S oder auf C? S. S fahren wir auf C erstmal. So. Oh, Inspektion überzogen, 37 Tage. Oh je, das ist ja klar, dass hier nichts geht. Ich habe ja im letzten Video erwähnt, wo man den Preis nicht sieht. So, natürlich sieht man den nicht bei einem Original C55. Ne? Nee. Ich werde ja auch irgendwann eine Preisstaffelung machen oder Aufstellung, was mich das Ding gekostet hat. Ist um einiges billiger gewesen. Ja, die Hälfte. Ja, als sehr günstig. Was kosten die günstigsten gerade? 18? Muss man gucken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man so richtig, weil es gibt ja auch richtig runtergerittene Autos. Da hätte ich keine 18 dafür bezahlen. Ja. Also ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man so richtig runterkratzt das Auto, vielleicht sogar schon so 15, 16 knapp einen Zehner oder einen Zehner kriegt. Vielleicht so ein richtig runtergerockten 400.000 Kilometer und total verfranst alles. Da gibst du doch kein so Geld aus, auch wenn es ein 55er ist. Links, ne? Ja, links. Und wenn das natürlich ein richtig gepflegtes Auto ist mit wenig Kilometer, da könnt ihr mir schon vorstellen, dass das auch über 20 liegt. Wobei ich das nicht ausgeben dafür. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich also jetzt unabhängig, dass es ein C55 ist und es ein normal 203er ist, vom Fahren her ist mir der Motor 10-mal lieber. Der wird auch definitiv besser gehen wie ein normaler C55. Ja, allein vom Antritt her mit dem 7-Gang wird der besser gehen wie ein 55er, denke ich auch. Also, war gerade mal Viertel Gas. Ja, so, das, ne? War. Also, Fahrwerkreifen ist es gerade nichts. Und du hast gesagt, unbedingt Stabi wechseln bei dem. Also, ich habe mit dem H&R Stabi Kit in deinen Autos unheimlich gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Eigentlich könnte man fast sagen, bevor man ein Fahrwerk und bevor man andere Räder drauf macht, als allererstes, wenn man am Fahrverhalten irgendwas verbessern will, weil es einfach. Gut, ja, die sind ja eh fertig, das Fahrwerk jetzt hier. A, drin, ne? Ist das Fahrwerk fertig und B, muss man ganz klar sehen, das ist ein Mercedes, der Anfang 2000 auf den Markt gekommen ist. Und noch auf Komfort war. Da war das extrem auf Komfort gemacht, auch wenn da Sportline-Schilder oder sonstiges drauf sind, die sind einfach komfortorientiert. Das kam dann erst mit dem AMG, mit dem C32 und mit dem C55, wobei die auch ja von der Geometrie, Achsgeometrie, immer noch Mercedes waren. Erst ging aber keine andere Stabis drin. Der 32er nicht, der 55er hat ein bisschen andere Stabis, okay, meine ich. Aber also ich habe unheimlich gute Erfahrungen gemacht mit dem H&R Stabi Kit. Das Nein machen und dann hast du schon mal der erste wirklich deutliche Schritt. Ja. Aber generell ist ja so, dass du mit den Stabis immer bei jedem Auto eigentlich. Ja. Man sagt, die sagen ja auch beim Bus, beim T5, T6 Bus, brutaler Unterschied. Ja, glaube ich. Aber die kosten da, glaube ich, 500 oder 600 Euro, ne? Ja, das ist auch ein bisschen ein Scheiß zum Einbauen beim Bus. Ich habe da nämlich auch schon einen reingemacht, mit Fahrschemel ablassen und so weiter. Dass das jetzt zum Teil ein bisschen unkommod schält, ist einfach, ja, weil wir es komplett neu haben. Ja. Also wir haben komplett, ist ja alles zurückgesetzt. Ja. Ist ein neues Programm auf dem Getriebe, es ist anders kodiert, ist ein komplett anderes Umfeld alles. Ja. Also das muss ich jetzt erst noch ein bisschen lernen. Aber grundsätzlich sollte das eigentlich schon gut fahren. Die ersten 30 PS haben wir jetzt eh schon durch die anderen Zündspulen. AMG-Zündspulen haben wir jetzt C63, also im M156 Zündspulen drin, weil ich keine anderen auf die Schnelle da hatte. Aber jetzt läuft er zumindest. Gottes Willen. Also, das ist. Du hättest gerade einen Gang runtergeschaltet. Und das, ne? War also, jetzt nicht. Das, nee, war ja vielleicht Halbgas? Brutal. Das zieht schon gut. Und ich liebe Autos. Ich liebe Autos, wenn du wirklich nur ein bisschen drauf gehst und bewegst dich schon flotter. Ja. Nicht nur Hauptsache bewegt, sondern ein bisschen flotter. Ja. Innen ist ein bisschen optisch was zu machen, gerade was Lenkrad, das jenes betrifft. Ja. Der Türbelag sieht auch nicht mehr toll aus. Ja. Aber sonst? Sonst ist das okay. Was jetzt hier vielleicht noch kommen kann, ist, wenn du ihn anmeldest, dass du einen Rückruf für Schiebedach noch kriegst. Schiebedachvergebung, da haben die einen Rückruf. Jetzt da, doch? Ja, da gibt es sogar. Ich war letztes Jahr mit 7 oder 8 Autos für den Schiebedachrückruf unterwegs. Da kann es sein, ich habe ein Auto sogar gar nicht anmelden können, weil der Rückruf nicht gemacht worden ist. Ja. Nee, oder? Ja, und da kann es sein, dass die auf der Zulassungsstelle dich wieder wegschicken und sagen, du musst erst der Rückruf gemacht sein. Kann sein, kann da passieren. Aber seit wann ist der Rückruf?
Der war vorletztes Jahr schon. Ach so, erst, weil der ist ja eine Weile auch schon abgemeldet. Ja, ja. Ich glaube, der war der Rückruf ist gelaufen, während das Auto abgemeldet war. Okay. Und vor dem Hintergrund kann es das sein, dass du den gar nicht anmelden kannst. Kann ich ihn gleich zum Mercedes hinstellen und sagen? Ja, mach mal den Rückruf. Der ist bestimmt noch drin. Ja, geradeaus hinten drüber. Läuft schon gar nicht ganz schlecht. Ich habe noch überlegt, ob ich hinten zur AMG drüber mache oder so. Lass einfach. Was man machen kann, ich habe ja beim Sportcoupé ist ein umgearbeiteter Originalschalldämpfer, den hat BN-Pipes umgebaut, okay, innen auf größeren Durchgang. Weil wir hatten ja Probleme mit der Leistung, dass wir nicht hochgekommen sind, ja, sind da hängen geblieben, weil halt der originale C320-Schalldämpfer war so zugeschnürt, dass einfach nichts ging. Ja. Dann habe ich ja den Schalldämpfer bei BN-Pipes gehabt. Und die haben im Endeffekt so ein Looping neu gemacht. Mhm. Und das ist so auch eingetragen jetzt. Ja. Wir haben Geräuschmessung gefahren mit der AGA. Und das ist so wasserdicht eingetragen jetzt. Ja. Und das könnte man theoretisch da auch machen. Dann hast du kein Doppelintro, dann hast du genau wie das. Mhm. Ja. Weil Schalldämpfer weg zu BN-Pipes. Ich habe die zwar ein bisschen überreden müssen, die wollten es eigentlich nicht machen. Okay. Haben sie aber gemacht. In letzter Konsequenz. Ja. Ja, das Fahrwerk ist komplett dschungiger. Sogar allein, wenn du zur Halle rausfährst, über die Fuge drüber, dann macht der hinten schon so. Ja. Das geht gar nicht. Also in dem Zustand hätte ich mich, glaube ich, nicht trauen, 250 zu fahren. Nein, das würde ich sagen. Ich glaube, ich bin bei 238 vom Gas. Also ich werde dann zuerst mal jetzt Piano heimfahren, ein bisschen mal so rumfahren, ne, und gucken. Und dann, wie du auch gesagt hast, kontrollieren. Das können wir gleich, wenn die Spulen da sind, gleich wechseln und dann mal gleich kontrollieren. Wir müssen jetzt eh nochmal auf Bühne, um die Bodenverkleidungen hinzumachen. Ja. Dann gucken wir nochmal, ob irgendwas irgendwo rauskommt. Ja. Und auf jeden Fall, man muss die Sachen im Auge behalten, weil es ist grad halt aus. Schon, ja, geradeaus, ist schon wesentlich enger alles. ESP, sagt er jetzt. Okay, ja, vielleicht ein ABS-Sensor oder so. Motorlampe ist nicht an? Nein. Weil zum Teil manche Motorfehler machen auch ESP an. Müssen wir mal gucken. Gut, das ist halt ein Thema. Das Auto ist einfach zu lang gestanden. Gell? Vielleicht ist ein ABS-Geber, hat was. Ne? Kannst du den ESP auch bei dem voll ausschalten, nein, wenn du drauf bleibst? Nein. Ja, du kannst das fast ausschalten. Also komplett hundertprozentig deaktivieren kannst bei denen nicht. Okay. Aber der geht halt in eine andere, wie soll man sagen, in eine andere Strategie, dass es sich für dich so anfühlt, als ob es aus ist. Mhm. Es greift aber dann doch noch ein. Also es ist nicht komplett aus. So hängt er schon gut am Gas, oder? Sag mal. Schalten tut er mal nicht schön, oder? Irgendwas. Ja, das muss ich alles noch ein bisschen lernen, ich glaube, so wie sich das anfühlt. Muss immer lernen, ne? Wenn das ist alles mal einmal alles frisch gemacht worden ist. Ja gut, das Getriebesteuergerät war im Endeffekt jetzt im Nachhinein doch jungfräulich, ja, und ist komplett neu aufgesetzt. Ja, in Sport tut er noch ein bisschen, muss er gerade noch lernen, glaube ich. Ne? Gut, Sport ist ja eh aggressiver gesamtheitlich, ja. Okay. Nicht schön, was er da macht. Also Waldorf kickt dann und. Das versteht er noch nicht. Wobei das kodiert nach dem CLK. Was ja sehr ähnlich ist eigentlich. Ich wollte schon sagen, eigentlich perfekter Daily, aber... Noch nicht. Ich habe zu viel Dailies. Gut, du hast halt auch Auswahl. Ist ja auch was Gutes, Auswahl zu haben. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut ist. Auf Dauer. Die Qual der Wahl, jeden Morgen. Ja, aber also kompliziert. Da hast du andere Sorgen. Fahre ich M3, fahre ich RS6, fahre ich C230, also wenn ich deine Wochenalltagsvideos anschaue, ja, dann frage ich mich, wo hat dieser Mensch nur 24 Stunden? Ich habe gefühlt, wenn ich das so irgendwie hochrechne, wo du überall bist, wo man dich überall sieht, ja, wo du noch bei dir in der Firma bist und noch was bewegen musst, glaube ich eher, du hast irgendwo noch eine Schublade, wo du nochmal so 10 oder 12 Stunden pro Tag rausziehst. Schön wär's. Weil das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, das, was du alles machst, in 24 Stunden runterzukriegen und dann vielleicht sogar noch bestenfalls 5 oder 6 Stunden im Bett gewesen zu sein. Bist du halt, aber das Problem ist halt,
dass du nach Hause kommst und bist dann nicht fertig. Weißt du, das ist nicht abgehakt, das ist mein Hauptproblem. Ja. Da rattet der Schädel, das Handy noch und das dann geht noch das, dann schreibt der Ralf noch mitten in der Nacht noch irgendwas. Ja, das hat. Man schreibt oft mit diesen Leuten, wo man was mit Projekten und so zu tun hat, oft abends oder nachts. Was halt? Weil da fällt halt nochmal was ein und dann kommt ein Thema und dann gerade wegen dem anderen Projekt. Ne? Ja, glaube ich. Fährt jetzt wunderbar, ne? Fährt. Jetzt machen wir mal den ersten Check mit Schläuche, Undichtigkeiten, Lekacken und sonstiges. Hier. Funktioniert. Die AMG-Zündspule haben durchgehalten. Die zweite Probefahrt bestanden. Und jetzt bräuchte man da noch irgendwie Führungen, ne? Ja, offiziell sind ja hier so Luftführungen drin. Ja. Dafür wird es natürlich sehr eng. Da muss man mal schauen, was man hier macht. Weil schneide ich schon sie nicht, wenn der kalte Luft kriegt. Aber die originalen Schläuche gehen da nicht mehr rein. Da merkt man halt den Vorteil von den CLK, die hier ein bisschen mehr Platz haben. Hat den da oben mehr Platz hier? Ja, weil der das weiter vorne ist. Stimmt. Die, die können dann auch außen rumgehen, ne? Die haben dann hier die Schläuche drin. Müssen wir mal gucken. Weil das wäre eigentlich schon sinnig, wenn man hier irgendwo vernünftig kühle Luft. Hier sieht es ja noch einigermaßen besser aus wie da drüben, ne? Ja. Gut, den Schlauch, den kriegen wir weg. Da kommen wir unten durch. Aber nächster Engpunkt ist dann hier der Heulgeber von der Nockenwelle. Den können wir schlecht machen. Allzu weit hoch geht's nicht. So rum wird es auch ein bisschen blöd. Das Ventil könnte man noch wegsetzen. Das müsste entweder das Seckluftventil sein oder die Umschaltung für Saugrohr. Aber natürlich mit dem Nockenwellengeber, da ist natürlich schwierig. Ne? Das muss es ne. Boah, schon heiß geworden. Ja. Nebelscheinwerfer weg und unten so ein Trichter rein. Und dann nicht unbedingt Nebelscheinwerfer weg, weil die kannst du eigentlich stellen. Du kannst gar nicht runter. So ein Loch. Hier hast du keinen Platz zum Runtergehen. Wasserablaufloch. Ja, natürlich. Nee, runter aber ist schwierig, da ist Klimakompressor. Nicht Maschine und Klimakompressor schieben. Ja, was ist, wenn man zuerst mal vielleicht nur bis hierher so eine Führung hinmacht? Also bis in der Höhe irgendwie? Den originalen Schlauch zumindest mal bis hier, dass es hier ein bisschen mehr. Mehr kriegt als da hinten. Ja. Was auch ist, die originalen Schläuche, die jetzt vorhanden sind, die wir jetzt haben, die sind ja steinhart. Wenn man da neue kauft, dann sind die auch ein bisschen flexibel. Wie sind die vom Sechszylinder? Ja, das sind gerade die harten. Ja. Ach, die 16er sind hart. Ja, eigentlich sind die hier so drauf. Aber halt, Olaf. Okay, den biege ich schnell jetzt mal hin. Ja. Denn der hat im Endeffekt die Form. Muss wieder Weichspüler waschen. Ja, mit. Gib mal her, ich nehme das mit in die Waschmaschine, schmeiß es mit rein. Weichspüler, wie heißt der Weichspüler? Der bekannte von früher. Perwoll. Perwoll ist wohl. Lenor. Lenor, genau. Hm. Den gibt es ja in verschiedenen Farben. Gibt's in Blau, in Grün, in Gelb, in keine Ahnung. Können wir gleich noch einfärben. Vielleicht in Schwarz. Levella Schwarz. Ja. Ich überlege gerade, ob man das nicht darunter irgendwo. Naja, da muss man auf jeden Fall eine Lösung finden dafür. Ja, da brauchen wir eine Lösung. Zur Not hier 3D gedruckter Adapter. Und gerade in die Motorhaube-Löcher. Ja. Dann kann das über die Motorhaube an sich also, ja. Der Klassiker wäre hier mal einen richtigen Trichter rein, ja? Den braucht auch kein Mensch hier. Das sind nämlich ideale Trichter. Ja, die kenne ich von verschiedenen Gärten, ja. Sind eigentlich, ne, aus dem Vorhofsbereich. Da haben wir uns hier immer hier schöne Trichter gebastelt. Da passt der ideal rein und hinten hast du einen vernünftigen Schlauchanschluss, ja, und das läuft richtig schön rein. Grad war es Motorsport. Ja, muss man uns auf jeden Fall was überlegen, wie man das da. Gerade eintreiben. Gerade so eintreiben jetzt. Was da halt schön ist, weißt du, die haben schon. Ne, das ist nicht nur hier so ein Trichter, sondern das ist richtig schön an Einlauf. Ja. Ja, optisch können wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, ne? Ja, ja. An den Träger hier. Dann haben wir aber noch andere Baustellen, bevor wir das jetzt machen. Dann lassen wir noch ein bisschen gammeln hier. Das ist so rentiert. Damit es sich rentiert, ja. Noch ein bisschen mehr Schwung hole. Nee, ansonsten, das sieht doch alles hübsch aus. Zumindest trocken. Ja, guck mal, da sieht man jetzt schon, das ist nicht gut. Was denn? Das hat sich weggedreht, das war so nicht sichtbar. Der Halter hat sich jetzt schon weggedreht und bohrt jetzt hier rein. Ja. Weil der, wenn der Motor Bewegung kriegt, wahrscheinlich hier am Schlauch zieht oder irgendwo das Ding hinzieht. Und das ist natürlich so nicht schön, dass das jetzt so ist. Also er läuft. Fehler waren eigentlich keine mehr da. Mit den Zündspulen, ich habe auf jeden Fall die anderen bestellt, dann können wir die umtauschen. Die AMG-Zündspule schickt man dir zurück, wegen Luftzufuhr muss man uns was überlegen lassen.
Wir haben aber sehr, sehr viele coole Leute in der Community. Das heißt, kann schon passieren, dass ich da was angeboten kriege. Wäre eine gute Idee, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da schon was Gedrucktes dafür. Möglicherweise, ja. Ralf, gute Arbeit. Danke. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß damit. Ich rufe die nächste Woche an, wann wir ein anderes Projekt machen. Was? Bist du? Bist du ja nicht. 8 Zylinder hat schon was, ne? 8 Zylinder ersetzt 6 Zylinder. Mhm. Können wir auf Dauer machen. Bin ich immer gerne dabei. Ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank. Ich fahre jetzt zurück und ich nehme euch auf der Rückfahrt mal mit, wenn ich es schaffe. Bestimmt. Nein, da bin ich mir sicher. Also bis gleich. So, bin jetzt auf der Heimfahrt. Bin los. Was haben wir? 70 Kilometer. Da traut man sich schon damit zu fahren, ne? Also Fahrwerk, wir haben den ganzen alten Zeug damit jetzt geladen. Wir werden auf jeden Fall die Auspuffanlage noch ändern. Also den Endtopf. Weil da kommt jetzt gar nichts raus und ich denke, vielleicht ist es auch zu verjüngt und wird uns auf Dauer vielleicht auch ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Den Endtopf vom C32 AMG habe ich auf jeden Fall einen jetzt dabei. Und die ganzen Ersatzteile. Jetzt ist der Arsch so auf 150, 200 Kilo, 150 Kilo auf jeden Fall schwerer. Und das merkst du natürlich bei dem Dämpfer extrem, die jetzt platzen. Also, das heißt, Fahrwerk holen, bestellen, und dann machen wir Fahrwerk, und dann machen wir die Abgasanlage und dann tun wir auch mal ein paar Felgenprobe stecken und dann anschließend machen wir TÜV mit allem drum und dran. Und wir gehen im Innenzeug, Lenkrad und so, da gucke ich natürlich auch parallel. Ich mache mir jetzt meine Liste, was ich alles brauche, eventuell Tacho, eventuell Lenkrad, hier diese TÜV-Verkleidung und was nicht mehr in Ordnung ist. So Kleinigkeiten halt, ne? So für einen Schaltknopf mal, dass er einfach von innen auch schick, dezent dasteht. Ob ich die Sitze jetzt rausschmeiß, weiß ich noch nicht. Wenn ich eine Limousine-Ausstattung kriege, die vielleicht nicht unbedingt elektrisch hat, ich weiß nicht, ob sie alle elektrisch waren, dann vielleicht auch ändern. So, im Großen und Ganzen ist das Auto fertig und hier von hier aus nochmal ein mega, mega Respekt an den Ralf. Es ist halt ein schneller, relativ einfach jetzt, elektronisch nicht, also aber hardwaremäßig schon. Ein relativ schneller Umbau wie ein, obwohl ein E36 mit dem N54 hast du weniger Kopfschmerzen, was Elektrik betrifft, definitiv. Brauchst dann aber Halter von USA. Das Gute ist jetzt gerade, also ich fahre jetzt gerade 100 km/h manuell im fünften Gang bei 2400 Umdrehungen, im fünften Gang. Sechster Gang, 2000 Umdrehungen bei 100 km/h. Siebter Gang bis ja, bei 1700 Umdrehungen im bei 100. Also noch 7 Kilometer, dann bin ich zu Hause. Es funktioniert, es läuft. Ich habe jetzt auch einmal abgenutzt, seit ich auf der Autobahn bin. Fahre mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 114 km/h. 8,5 Liter zeigt er da an. Ob das wirklich so ist, sehe ich dann auch irgendwann, wenn ich dann mal vollgetankt bin und dann wieder nachtanken muss. Funktioniert alles gut. Ich fahre jetzt gerade auch im Komfortmodus. Siebter Gang. Moment. Bei 120 km/h habe ich knapp über 2000 Umdrehungen. Ich bin glücklich. Wir gucken uns den morgen nochmal an, packen die ganzen Teile hier raus, gehen wir nochmal alles mal durch, was wir wirklich noch alles brauchen und dann machen wir unsere Liste, oder? Hängt halt echt gut am Gas, ne? Ich probiere mal noch kurz was. So, 120, vierter Gang. Geh drauf. 130, 140, 150, 160, 170. Ah, geil. Das macht Spaß. Also, ich denke, bis morgen. So, der nächste Tag. Wie gesagt, heil angekommen. Und jetzt gucken wir mal die hinteren Sättel. Die Scheiben habe ich bestellt, Basti. Die Belege auch. Das heißt, wenn die kommen, dann tun wir dann nochmal rein. Tun wir Hinterachse fertig machen. Dann lege ich jetzt Inspektionszeug auch rein und dann machen wir das in einem Rutsch. Stimmt, weil Luftfilter sind auch da und Zündkerzen. Oh, die Dinger habe ich auch bestellt. Die machen wir alle zusammen. Die Spulen, Zündspulen. Mhm. Ja, das wenn die kommen, dann machen wir das alles zusammen und dann Next Step heißt alles drauf, alles umbauen. Nach der Schönheitsding, was innen betrifft, gucke ich in Ruhe mal und dann gehen wir auch schon zum TÜV. Und ich sage jetzt mal, TÜV und Probefahrt machen wir alles in einem. In diesem Sinne geht's mit der C-Klasse relativ schnell voran. Also, bis dann mal. Oder B.
bis zum nächsten Video. Ciao.